Hallo. Wir sind wieder hier bei Far Cry 4 und müssen Geiseln retten. Wo sind denn die? Okay. Ach, laufen die alle hintereinander? Moment, hey, ich bin verwirrt. Das ist doch ein Zivilist. Die werden nichts tun, um uns am Leben zu halten. Was sollen wir nur machen? Mach du auch langsamer und ich erschieße dich. Wenn du dem goldenen Pfad hilfst, wirst du mir die Leichen dahin. Ganz ehrlich? Ich bin gerade sehr leise, ne? Ich sag gerade irgendwie nichts. Das liegt aber auch an der Tatsache, das ist hier gar nicht so einfach jetzt. Uiuiui. Wie machen wir das denn? Oh Gott. Wir gehen erstmal da nach unten. Da hinten der Elefant, ey. Da sind wir noch markiert. Herrlich. Der Elefant war in Aktion, muss ich sagen. Sehr lehrreich. Sehr, sehr lehrreich. Ich bin gerade richtig angespannt. Oh Gott. Müsste man. Der folgt ihm. Aber sobald wir. Wir dürfen doch hier keine auf. Aufmerksamkeit irgendwie. Ach, kacke, ey. Scheiße, ich hab die Geisel getötet. Nein! Ah! Scheiße! Kacke! Oh. Verdammt. Das war unschlau. Das war richtig unschlau. Kacke. Gut. Zumindest bin ich jetzt... Oh, das ist ein schöner Speicherpunkt. Der gefällt mir. Zumindest sind wir jetzt schlauer. Das wird anders lösen müssen. Ich möchte das gern mal wieder auf die typische Annika-Tour lösen. Aber wenn es das System gibt, dann sollte ich das doch anwenden. Ich weiß aber nicht, ob dadurch auch Zivilisten getötet werden können. Gucken wir mal. Ihr wisst bestimmt schon, was ich vorhab. Ich finde den jetzt lustig. Ach, wir haben nur eine Einköder. Kacke, ey. Die Leoparden sind gut, weil die sind richtig hartnäckig. Haben wir das geschafft? Oh mein Gott! Na komm, der Leopard hat jetzt nicht zu viele Geiseln umgebracht. Alle Geiseln gerettet! Oh! Im Ernst? Oh mein Gott! Das ging einfacher, doch einfacher, als ich dachte. Ach, wie geil! Du hast mich gerettet! Ja, hab ich! Ich bin selber begeistert! Ach! Geil! Geil! Aber für sowas ist es, glaube ich, auch gedacht, mit dem Köder. Schön, dass er noch hier liegt. Können wir wieder mitnehmen? Wenn du nicht gewesen wärst. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe gehört, dass du hier einige Geiseln befreit hast. Ja, und wie? Danke für deine Hilfe. Aber es gibt noch so viele, die gerettet werden müssen. Ja! Und hier wird schon wieder erschossen, warum auch immer. Der Kopf aus Freude. Oh je. Ich brauche einen Drink. Du brauchst einen Drink. Bist du befreit? Muss ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Bin fertig ich mit der Aufgabe. Dass ich sterbe. Ich schulde dir was. Oh, hier geht's sogar irgendwo rein. Können wir die. Nee, können wir nicht. Da können wir auch nicht. Was ist das für eine Pflanze? Die ist nicht grün. Also wollen wir sie nicht. Verdammt. Ist das wirklich passiert? Wo ist denn die grüne Pflanze? Müssen wir gleich mal holen. Oh, was ist denn das hier?
Sie sind Lager. Interessant, interessant. Wir haben Fähigkeiten. Ja, ich sehe das schon. Ein alter Porno. Ach, dafür hat es sich gelohnt, hier reinzusehen. Eindeutig. Ein Fernglas. Schutzhelm. Okay. Sehr gut. Gucken wir mal. Was war bei den Fähigkeiten? 2 Stück haben wir da sogar in der Anzahl. Mann, das war jetzt gerade richtig. So muss es laufen. So muss es laufen und nicht anders. So, tot von unten. Das ist natürlich auch nett. Was ist das denn? Pistolen-Takedown. Starte mit F einen Takedown auf einen Gegner und drücke dann, um seine Waffe zu nehmen und andere damit abzuschießen. Okay. Allerzeit bereit. Waffen wechseln und zielen mit. Geht jetzt viel schneller. Wie, wir können damit die Waffen wechseln? Waffen wechseln und ziehen. Ach, wechseln und zielen. Ah! Entschuldigung. Ja, man sollte ein bisschen besser lesen, dann und so. Das nehmen wir mal. Finde ich gut. Finde ich gut. Wow, wir haben schon wieder freischalten. Faustwaffen und Präzisionsgewehre können nun beim Zielen mit nachgeladen werden. Das ist auch geil, gerade wenn man snipert, ne? Oh, Fahrzeuge halten mehr Schaden aus, bevor du die Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Finde ich irgendwie alles noch nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil ich nicht so spiele. Kann sein, ne? Drücke F. Das hatten wir ja schon, ne? Wer sich fragt, ich habe mich gefragt, warum. Warum sollte ich hier irgendwelche. Zeigt nun sammelbare Objekte an und erlaubt sie mit einem Wegpunkt zu versehen. Okay. Ja, das ist schon cool. Das Ende von dem Lied hier. Hier lerne diese Fähigkeit immer weiter, um deine Karma-Belohnung +5 zu steigern. Aktueller Boost. Man kann nämlich dadurch sein. Dieser kannst du doppelten Schaden anrichten. Erleidest, aber auch doppelten Schaden. Aha. Securat Fashion Week Aufgabe. Level 3. Teilweise gelehrte Gesundheitsfelder generieren sich viel schneller. Na, das nehmen wir sofort. Ja, dass man halt dann mehr XP bekommt. Ist eine. Ach, Herstellung haben wir auch noch. Was ist denn los hier? Da, der Munitionsbeutel. Ach ja, stimmt. Den wollten wir auch noch haben. So, dann haben wir hier gerade nichts weiter. Schattenleoparden. Das kriegen wir alle für diese mit diesem Kürat-Fashion-Block-Kack-Trick-Dings da. Falalala. So, Geiseln befreit. Tralalala, wir haben die Geiseln befreit. Ich freue mich darüber. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Gehen wir zurück? Ja, wir gehen zurück. Und? Ich überlege gerade. Wir gehen mal da hoch. Warte, was steht da? Die von einem Serienmörder hinterlassen wurden. Ah, okay, sehr interessant. Und dann gehen wir mal zu dem Fashion-Block. Was auch immer das sein soll. Ist ja voll meins, ne? Annika und Fashion-Block. Hm. Das passt genauso gut zusammen wie Pommes ohne Mayo und Ketchup. Ja, müssen wir da ein bisschen weiter hoch. Von diesem Tag an ist jeder Atemzug wieder eingeschränkt. Ah. Was? Da klettert er. Nee, ich hab's da nicht so mit der Fashion. Schon gar nicht mit Fashion Blocks oder mit irgendwelchen Fashion Weeks. Das ist alles nicht so meins. Ich hab meistens Klamotten an, weil sie praktisch sind. Und, ja, klar, auch weil sie mir gefallen. Da gibt's natürlich auch viele Klamotten, die mir gefallen. Meistens haben sie irgendwelche Aufdrucke oder so. Irgendwas Lustiges oder. Weiß nicht. Ich habe viele T-Shirts mit Aufdrucken halt von. Ich habe ein Walter White, dann ein Space Invader T-Shirt, halt so ein Unsinn. Wo ich mich selbst dran erfreuen kann. Ich bin da nicht so. Bin nicht so ein. Jemand, der unbedingt immer das Neueste tragen muss, Marke tragen muss oder irgendeinen anderen Schnulli. Am wohlsten fühle ich mich in einer Schlabberhose und einem Hoodie. Hoodies, beste Erfindung ever. Oh Gott, wo geht's denn hier hin? Ich wollte nur die Maske haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Far Cry 4 über Hoodies und Sachen rede. Hm. Komm, AJ. Nee, RJ. RJ. Übrigens, was ich noch sehr interessant fand, die Synchronstimme hier von RJ. Das ist ja der Kim, heißt der Kim Hasper? Ich glaube, der ist Kim Hasper. Und da hatte ich ja schon mal, es war im allerersten Part erzählt,
dass nicht nur die Stimme von JD ist, sondern auch von Tom Cole. Das ist Point Bitmark. Das ist ein Hörspiel. Das kennen, glaube ich, gar nicht so viele. Ist wirklich super. Oh Mann. Die Kette gehen den dahinter. Der wäre mir lieber. Kriege ich den dahinter? Den kriege ich natürlich nicht. Scheiße. Und im letzten Teil von Far Cry war ja, steht mal ein bisschen höher, der hatte ja der Hauptprotagonist sogar sozusagen, wie hieß er? Jason? Ja, Jason hieß er. Brandon war sein Bruder, glaube ich. Und das war Gerrit Schmidt-Voss, der den synchronisiert hat, halt der Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio. Zufälligerweise synchronisiert der auch jemand von Point Bitmark. Das ist nämlich wieder bei den drei Fragezeichen auch drei Leute. Was tue ich hier? Achso, wir suchen die Maske. Ja, fand ich ganz interessant. Das Army-Versorgungsflug 2707. Das herausgefunden zu haben. Hallo? Komm ich? Ach, da muss ich wieder. Da oben geht die Action ab. Und noch geht bei mir unten ja nichts ab. Ich guck mal noch ein bisschen. Ich muss auch sagen, die deutsche Synchro ist wirklich, die ist unbeschreiblich gut. Die war schon mit Far Cry 3 gut. Aber, oh, was will man auch erwarten, weil... Karma-Ereignis. Was? Hilft Dinge für... Der ist immer noch nicht tot, geil. Sollte mich mal ein bisschen schlau anstellen, ne? Ah! Ich will jetzt hier nicht sterben. Ah, Manika, ein bisschen schneller. So. Alter! Hallo, ich stehe hier! Nani! Seid ihr denn des Wahnsinns? Mann, jetzt hängt Piep im Ohr. Ich glaube, ich wollte sagen, was will man auch erwarten bei einer Synchronisation von jemandem, der Simon Jäger heißt und den Joker synchronisiert hat. Die haben wir, glaube ich, schon die Waffe, ne? Oh, die Sonne geht auf. Müssen wir da rüber, um die Maske zu bekommen? Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um. Danke, dass ihr Molotow nach mir geworfen habt. Wirklich, danke. Entschuldigung, hast du mal kurz Zeit für mich? Hab ich. Auch wenn du auf mich ja geschossen hast. Kann mir das einer erklären? Ich danke. Kein Problem. Ich danke dir tausendmal. Namaste, AJ. Namaste, meine Lieben. Nee, gut, wir müssen hier irgendwo wieder. Ich such die Maske. Ich denk mal, die ist dann da irgendwo. Na, dann gehen wir doch mal dahin. Mann, 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 hier ist auch mal was los. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Man, muss ich hier rüber rein oder wie? Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Ich dachte, das geht schief. Wow. Guck mal, wo wir sind, ey. Über den Dächern von Kyraz. War irgendwie. Außer so ein blöder Adler da. Ich hätte gerne die Maske. Wo ist die denn? Hallo, Maske. Ich suche dich. Wo kommen wir denn hier hin, ey? Aber wir kommen auf jeden Fall wieder hoch. Oh Gott. Nein! Oh Gott. Wir sterben nicht. Na, das ist natürlich, das ist wirklich, haben sie das mit Absicht so eingebaut, dass man da nicht sterben kann? Wäre natürlich cool. Das war, oh Gott, ich dachte jetzt, ich sterbe wegen Runterfallen. Das war nicht meine Absicht. Jetzt müssen wir wieder diesen Kacksprung machen, kann das sein? Oh, nee, nur wegen der scheiß Maske. Aber was machen die alte Film?
So. Ich hoffe, die Maske ist da dann. Nicht, dass die irgendwo hier drinnen liegt und ich hab die einfach nur übersehen. Aber hier ist doch niemand, oder? Sehe ich das falsch? So, nochmal. Ah, man nur drauf vertrauen, dass man auch wirklich eher drückt hat. Was war das denn jetzt? Das war jetzt völlig geglitscht. Das war ganz schön glitschig. Hui. Naja. Oh Gott. Ah, Jay. Jay, danke. So, nochmal eine Spritze herstellen. Sehr schön. Und hochziehen. Frag mich, was AJ vorher gemacht hat. Der kommt ja, glaube ich, kommt aus den Vereinigten Staaten. Ich weiß es gar nicht. Und dass der das hier also gut kann, ne? Irgendwie ist das immer so. Die Protagonisten können immer alles. Sofort. Ich würde mich hier einen abkrebeln. Aber so einen von abkrebeln. Jetzt ist die Maske weg, oder wie? Das ist nicht euer Ernst. Wir haben übrigens einen Wingsuit, ne? Gekauft. Ich weiß nicht mal, wie ich den aktiviere. Und gut. Hauptsache, wir haben einen Wingsuit. Und sind hier irgendwo mitten in der Walachei. Wow. Okay. Aha. Müsste ja langsam mal der Schnee anfangen. Wollte gerade sagen, da ist ja schon. Da ist doch schon der Schnee. Ich glaube, da, wo Pergamin sein Schloss hat, ist auch Schnee. Übrigens, apropos Pergamin. Hier auf der, wenn man hier so auf die Karte guckt, dann sieht man zwar so die Bereiche und so, aber an sich ist es ja alles so einheitlich. Farblich irgendwann, ne? Also, wenn wir das irgendwas befreit haben, dann wird's grün. In der Kyrat-Edition von dem Spiel, das. In der Kyrat-Edition von dem Spiel, da ist auch eine Karte halt dabei. Könnt ihr stehen bleiben? Die kommt hier sowieso nicht hoch, deswegen mag ich das nur. Schafft er den alleine? Ja, den schaffen wir alleine. Da ist auch eine Karte dabei. Sieht an sich eigentlich aus wie diese Karte, nur dass die in Bereiche aufgeteilt ist. Also so, die hat halt, haben verschiedene Farben. Wo ist diese verdammte Maske? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch jetzt nicht extra hier hochgegangen, um... Oh, wie so hat Liebe. Ja, auf jeden Fall. In dem Gebiet, wo wir hier unten sind, das ist das Gebiet von Depleur. Fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Die sind halt hier so ein bisschen aufgeteilt, die Gebiete, in bestimmte Personen. Was? Mann. Wo soll denn hier eine Maske sein? Versteht das nicht so ganz. Oder war ich wirklich zu dämlich und hab hier irgendwas übersehen? Oder ist sie irgendwo unter uns? In der Höhle. Kann jetzt nicht sein, dass ich hier ein Part lang die scheiß Maske suche. So wollte ich das nicht. Nicht so. Nicht mit mir. Ach, Gottchen. Ratten? Echsen? Na nö. Wo kommen die denn alle her? Na, süße Ding. Kleine Ratte. War nicht schon... Sehe gerade zum ersten Mal. Interessant. Interessant. Ich höre irgendwie das Geräusch. Aber... Ist hier was? Nee. Hier ist nichts. Wieder oben drauf? Oh Mann, nee, oh, nicht da oben drauf. Kacke. Eine weiße, guck mal, eine Albino-Maus. Das ist ja süß. Lass mich nochmal runter. Ich hab grad wirklich. Oh, Entschuldigung, AJ. Hab ich gerade wirklich versucht, den ganzen Part lang diese scheiß Maske zu finden? Nee, wir haben noch Geiseln befreit, ne? Ah. Zum Glück. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich möchte die Maske nicht mehr finden.
Oh Gott. Blöd Vieh. Nee, das ist mir ein bisschen zu blöd, diese blöde Maske zu finden. Vielleicht mag ich das außerhalb der Aufnahme. Ist wohl eher angesagt, wird ja so ein scheiß Dings da mal nehmen können. Na egal. Und ich werde mal auch außerhalb der Aufnahme herausfinden, wie wir den Wingsuit benutzen. So. Na, was war das denn jetzt schon wieder? Wie weit sind wir denn hochgeklettert? Wir wollten hier hin, ne? Zu dem... zu der komischen Fashion Show. Ich finde es wirklich mit der Maske sehr seltsam. Ich finde es zwar cool, wenn man suchen muss und nicht das alle Gläser vor die Nase gesetzt bekommt, aber trotzdem. Übertreiben muss man es auch nicht. Aber vielleicht ist es ja einfach als gedacht, wer weiß. Habe ich gerade nicht die Geduld für? Oh. Sorry. Nashorn. Oh Gott. Kann ich da noch... Ich hab eine Idee. Kletter da hoch. AJ, hochklettern. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Wir müssten ja auch mal Nashorn töten, ne? Wir brauchen ja das Zeug. Und das kann nicht hier hochkommen. Oh Gott, du tust mir wirklich leid. Und nicht wegrennen. Ich brauch dich noch. Komm her. Scheiße. Jetzt rennt das wirklich weg. Oh Gott, so weit kann ich bestimmt nicht schießen, oder? Oh doch, habe ich sie getroffen? Das rennt weg! Kacke. Die kann man doch bestimmt nicht mit einem Pfeil erschießen, ne? Ich weiß immer nicht, ja. Okay. Ich versuch's nochmal. Das anzulocken. Das ist jetzt bestimmt richtig schön wild. Da hinten ist es. Ist es das da? Ja, ist es. Das ist am weitesten weg. Ich weiß, man könnte auch einfach mal ausprobieren, vom Weiten nur so ein Tier zu erschießen. Okay. Sogar ja. Mal hinterher. Hinter dem Nashorn her. Das hat ja langsam schon was abbekommen. Mehr als sterben können wir nicht. Oh nein! Das ist ja ein schlecht, Leute. Jetzt haben wir das Ding wild gemacht. Ja, genau, weil wir sterben jetzt. Wir werden jetzt jämmerlich sterben. Weil die Viecher, die sind wirklich, die sind richtig abartig. Schnell hier hoch. AJ, 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 wie auch immer du heißt. Geh hier hoch. Hilfe? Ist es weg? Ist es nicht weg? Alter Schwede! Oh, oh Gott. Ich wollte doch niemandem wehtun. Hilfe! Hilfe! Nashorn, Alarm! Wo ist mein anderes Nashorn jetzt? Mein angeschossenes Nashorn. Weil beim ersten Mal, wo ich das gemacht habe, da war ich sofort tot. Ich glaube, das war außerhalb einer Aufnahme. Genau. Da wollte ich gerade aufnehmen und dann hat auf mich auf jemanden Nashorn. Hey AJ, hab ich dir gefehlt? Ja, du hast mir auch, wie du mir gefehlt hast, Baby. Nee, ich weiß nicht mal, wer du bist, aber okay. Ich glaube, das hätte mich verlaufen. Naja, egal. Das war der Versuch, einen Nashorn zu töten. Der hat nicht geklappt. Kacke. Hier verschwinden alle möglichen Leute. Schon seit Jahren. Ich kann nicht glauben, wie tief Kyrat gesunken ist. Ich würde gern wirklich einen Nashorn töten. Wenn nicht, könnt ihr mir helfen, ne? Stimmt. Okay, gar nicht getroffen. Also müssen wir ein bisschen weiter... So viele Menschen sind dort schon... Okay, weiter runter. Wer weiß, wie viele... Vorsicht! Noch greift hier doch gar nichts an. Oh, jetzt aber. Ah! Alter, die Dinger sind okay. Ist das sogar mein Nashorn? Das hat ein paar feine Infos, ne? Ich weiß aber auch nicht, wo es hinrennen soll, ne? Oh Gott, aber wenn der zu schnell rennt, dann kann ich nichts machen. Was ist das für eine Folge? Erst Maske suchen, dann versuchen, Nashorn zu töten. Solange. Wir haben langsam keine Pfeile mehr. Jetzt rennt er da wieder hoch. Ich hab wirklich Schiss vor dem Vieh. Nashorn ist wild.
Macht, oh Gott. Oh, das sind Rebellen. Oh nein! Und ich frage mich gerade, wo es herkommt. Ach du Heilige. Gott, oh Gott. Und ich glaube, die Rebellen haben es jetzt mit dem Nashorn zu tun. Was ist hier nur los? Und der Part hat schon wieder Überlänge. Kacke. Tut mir leid. Also, ich glaube, es gibt schlimmere als Parts mit Überlänge, aber... Wo ist das Nashorn? Wo ist mein Nashorn? Wo ist es? Wo ist mein Nashorn? Das sind Schildkröten. Ich will die nicht töten. Gut, wir haben unser Nashorn verloren. Och, Kacke. Oh Mann, wir machen aber auch einen Unsinn. Wir machen hier einen Unsinn, aber ich wollte es mal versuchen. Wir kriegen da bestimmt noch hin. Obwohl ich wirklich mich frage, da hinten ist das Nashorn. Alter, ich würde das so gern töten, Mann. Da wollen diese scheiß Nashorn. Aber anscheinend schon. Es rennt wieder weg. Also mit Feind kann man da nicht so viel ausrichten. Wie bei den Leoparden, Nepal-Viechern, wie auch immer. Gut, das ist ein Elefant. Dann würde ich sagen, im nächsten Part auf zum Kyrat, zur Kyrat Fashion Week, was auch immer. Na? Und gucken, was da so los ist oder auch nicht. Wir sehen uns. Bis dann zum nächsten Part. Was machen die da? Ich wollte den Part... Mach so futsch. Na los. Die kriegen den sowieso nicht kaputt, den Elefanten. Alles klar. Dann wird's wirklich. Bis zum nächsten Part. Ciao. Yeah.